Sein Dachzimmer geht auf einen Friedhof hinaus. Über die nebligen Marschen hinweg sieht er die schwarzen Sträflingsschiffe in der dunstigen Themse vor Anker liegen. Und während ihrer Spaziergänge von Gravesend nach Rochester zeigt ihm sein Vater jedes Mal den schlossgleichen Herrensitz fernab auf dem Hügel dort oben, Gad's Hill Place, Kent, und stellt ihm einen großen Traum in Aussicht, dem Charles Dickens zeitlebens unterworfen bleibt. Wenn er sehr hart arbeitet, verspricht ihm sein Vater, dann wird er eines Tages vielleicht einmal dort wohnen können. Auf dieses Versprechen, diese große Erwartung, folgten jedoch nur Erniedrigungen, die das genaue Gegenteil befürchten ließen. Seinen Vater sperrt man ins Schuldnergefängnis Marshalsea. Dickens ist mit seinen gerade mal 12 Jahren gezwungen, als Lohnsklave in einer Schuhpoliturfabrik und dann als Kanzleischreiber sich fast zu Tode zu arbeiten. Doch 10 Romane später verbrachte Dickens sein letztes Jahrzehnt dann aber doch in jenem Gad's Hill Place, Kent. Dort schreibt er seinen Roman Große Erwartungen. Und darin lässt er Gad's Hill Place zu Miss Havishams Spukschloss, Satys Haus, eindüstern. Wenn Autoren Menschen sind, an die nichts verloren geht und die nur leben, um davon zu erzählen, war Dickens der Schriftsteller schlechthin. Seinem Vater im Schuldnergefängnis begegnen wir in Little Dorrit wieder, der Schuhcreme-Fabrik in David Copperfield. Und in den großen Erwartungen begegnen wir dem Luftschloss vom Erfolg, das Dickens für sich in Wirklichkeit verwandeln konnte, wie kein anderer Romancier der Weltliteratur sonst. Nicht einmal Nabokov, der neben Dickens und Shakespeare als der freieste Schriftsteller der Literaturgeschichte gelten kann. Dickens Triumph ging fast schon zu weit. Nehmen wir seinen Roman Der Kuriositätenladen. Er erschien in Kapitelfortsetzungen in Zeitschriften, die immer mit einem Cliffhanger, also zum Verzweifeln packen, endeten. Nachdem Dickens also in den letzten Kapiteln des Kuriositätenladens die engelhafte Weise Nelly in immer killenzuschnürendere Bedrängnis verstrickt hatte, flehten Dickens selbst Adelige auf offener Straße an, doch bitte das Leben der kleinen Nelly zu schonen, so als wäre Nellys Leben das ihre. Parlamentssitzungen wurden vertagt, weil man den Herren des Ober- und des Unterhauses mit ihnen nichts mehr anzufangen war, bis sie endlich wussten, ob es mit Nelly ein schlimmes Ende nehmen würde oder nicht. Menschenmassen ballten sich am New Yorker Hafen, ich übertreibe hier überhaupt nicht, um die Reisenden aus England zu fragen, ob Nelly denn nun tot sei. Und selbst Sterbende vertagten ihren Abgang, nun übertreibe ich, um auch ja nicht zu verpassen, wie Dickens mit Nelly verfahren würde. Erst durch die selten düstere Geschichte von zwei Städten hätte Dickens 1859 seine Beliebtheit beinahe verspielt. Und so ging er mit Philipp Pirrips Lebensbericht Große Erwartungen wie zum letzten Mal aufs Ganze. Freunde von Dickens erzählten später gern, Dickens hätte ihnen auf dem Friedhof nahe Gad's Hill Place zu jener Zeit, ganz Kellner, amüsiert, servil, eine Serviette überm Arm, ein Picknick neben 13 Gräbern serviert. Also neben 13 Gräbern von Geschwistern, die alle im Kindesalter gestorben waren. Gleich 13 tote Kinder nebeneinander auf einem Friedhof mag uns heute doch etwas unwahrscheinlich vorkommen. Doch Dickens Freunde waren von Dickens angesteckt und übertrieben gerne ein bisschen. Was heißt Unwahrscheinlichkeit schon im Märchenland der Literatur? Es war zugegebenermaßen paradox. Die Lüge der Erfindung musste und muss immer überzeugender erscheinen als die Wirklichkeit. Und so sind es eben statt 13 bloß 5 Geschwister, die der Erzähler Pip zu Beginn des Romans Große Erwartungen zu beklagen hat. Pip ist ein Waisenkind. Und so buchstabiert er sich vom Grabstand seiner Eltern Name und Identität zusammen, als hätten Wesen aus dem Gespensterreich ihn getauft. Und niemanden wird es verwundern, dass Gesandte aus diesem Gespensterreich hinter jeder Ecke der großen Erwartungen lauern. Untote,
als wäre er dieser Roman ihr Paradies. Und Märchengestalten wie der Riese Abel Magwitch, der Witch und Magician in einem ist, also Hexe und Zauberer schon dem Namen nach. Abel Magwitch ist ein entsprungener Sträfling, der Pip auf dem Friedhof im Marschland von Dickens Kindheit am Weihnachtsabend androht, seine Eingeweide zu verspeisen, wenn er für sein Fußeisen keine Pfeile bei seinem Onkel, einem gutmütig biederen Dorfschmied, besorgt. Nochmals zurück. Einst sah der kleine Dickens die Verrückte von Oxford Street ganz in Weiß und leichenblass durch den winterlichen Schnee Londons stapfen. Und er sah in diesem Anblick das Ende seiner Kindheit. Und oft stellte er sich die Toten Londons vor, wie sie nachts erwachten, durch die Straßen ihrer Stadt strömten, den Fenstern wie Fallbeilen entlang und den Lebenden am Morgen keinen Platz mehr lassen würden. Hexisch böser noch als Magwitch erscheint Pip denn auch die stets brautweiß gewandete Miss Havisham, die unseren Helden Pip in den gruftartigen Bann des prachtvoll verfallenen Satis House lockt. Das gelobte Land der Spinnen, das gelobte Land der Schatten, das gelobte Land des Staubs. Dorthin, wo Miss Havisham die Hochzeitstafel samt Kuchen gedeckt und alle Uhren anhalten ließ, als ihr Bräutigam auf einmal verschwunden war. Damals, erzählt Pip im Rückblick, damals hatte ich noch nicht davon gehört, dass bisweilen Leichname gefunden werden, die in uralten Zeiten begraben wurden und die in dem Augenblick, in dem man sie zu sehen bekommt, zu Staub zerfallen. Doch seitdem dachte ich oft, dass Miss Havisham ausgesehen haben muss, als hätte das Eindringen des natürlichen Tageslichts sie unweigerlich in Staub verwandelt. Diese Vampirin oder Vampires, Miss Havisham, verzieht ihre Adoptivtochter Estella zu einer Eisprinzessin, die an ihrer Stelle Rache an allen Männern nehmen soll, indem sie ihnen mit der verlässlichen Mechanik einer Guillotine ihr Leben zerstört. Pip ist dafür die Testperson, verliebt sich unvermeidlich in Estella und bleibt ihr treuestes Opfer. Er glaubt sich schicksalhaft für sie bestimmt. Was für ein Vergnügen es doch ist, Schulden machen zu können, die wie von Zauberhand zugleich beglichen werden. Doch auch wenn Pip plötzlich Kraft eines anonymen Gönners im Besitz eines riesigen Vermögens in London die Wonnen der Faulheit reuelos auszuleben lernt, so sind diese nunmehr erfüllten großen Erwartungen ein Fluch, weil sie nicht auf harter Arbeit gründen wie in Dickens eigener Biografie. Und weil Pip sie zuletzt jemand ganz anderem zu danken hat als Miss Havisham. Nur wem? Um dies zu erraten, braucht es keinen Edgar Allan Poe, der jeden Romanverlauf seines Old King Charles, wie er Dickens nannte, detailgenau vorherzusehen wusste. Da sich Dickens jedoch für keinen Schluss seines Romans entscheiden konnte, gibt es hier gleich zwei. Einmal ein Happy End, ein andermal das genaue Gegenteil. Und es ist im Grunde egal, welchen davon man höher schätzt. Denn das Happy End hat Dickens nicht gewollt, sondern nur auf Drängen seines Verlegers geschrieben. In einer glücklichen Ehe mit Estella kann man sich Pip, sagte Dickens einmal, genauso wenig denken wie Hamlet auf dem dänischen Thron mit Königin Ophelia an seiner Seite. Und auch wenn der Roman in seiner damals publizierten Fassung glücklich endet, so wird der Schatten Miss Havishams aus dem Jenseits in jedem Fall auch weiterhin über ihre beider Dasein herrschen. Das war für Dickens ausgemacht. Und damit hatte Dickens erreicht, was die Leute von ihm lesen wollten. Und gerade die akademische Welt hat gegen diesen Roman von allen seinen Romanen die wenigsten Einwendungen erhoben. Zumal er sich vorderhand so bereitwillig in den Begriffskerker Bildungsroman sperren ließ, der dieses Werk so wenig ist wie Jane Austens Stolz und Vorurteil, ein Kriminalroman. Denn wer glaubt allen Ernstes Pips haltlosen Selbstvorwürfen? Er ist kein Wilhelm Meister, sondern er ist, wie Oliver Twist, von Anfang an fast verloren und wie die meisten von uns mehr wert, als er von sich selber denkt, was jede seiner Verirrungen vorab entschuldbar macht. Geld korrumpiert, simple, selbstgenügsame Menschen wie Pips Onkel kommen fraglos in den Himmel und die dümmsten Fehler sind immer die,
die man am leichtesten begehen kann. Sollte es den großen Erwartungen lediglich um diese schlichte Moral zu tun sein, hätten statt der 700 Seiten auch 7 Essayzeilen genügt. So ist dieser Roman von Melanie Waltz glanzvoll übersetzt und kommentiert vielleicht der spannendste, aber gewiss nicht der ganze Dickens. Und Dickens selber wusste es, denn wo war darin der Großintrigant, der Drahtzieher im Verborgenen, wo war der Killer, der im Rußregen Londons seine Bösewichte auf Tiere in Menschengestalt mit genugtuerischer Sorgfalt um die Ecke brachte? Wo war jener Dickens, der seine eigene Romanmythologie schuf? Wo war der zornige Anarchist Dickens, der in wütendem Weltgroll so viele staatliche Institutionen zu beleidigen suchte, die er nur irgend konnte? Wo war jener Dickens, der die Güte übertreiben musste, weil er das Böse im Menschen unerträglich fand? Wo war Dickens der Tränenrührer, um keine Plausibilität bekümmert, der Menschen mit einer Gelassenheit bestaunen konnte, als verstünde er die ganze Welt? Erst 3 Jahre nach den großen Erwartungen holte er sich in seinem Bestroman, unser gemeinsamer Freund, wieder selber ein und erlaubte es uns zum letzten Mal, den Roman nicht nur als Kunst zu erleben, sondern als Leidenschaft. Und mit ihm Arm in Arm durch ein Universum zu vagabundieren, das ein lachender und gütiger Gott ersonnen hat. Traum, oh Traum eines jeden wahren Lesers, ein alter, bald vergessener, aber ein unauslöschlicher Traum. Und wenn wir gerade bei Büchern sind, noch etwas in eigener Sache, da wäre noch mein eigenes neues Buch, Die Launen der Liebe. Wahre Geschichten von Büchern und Leidenschaften über Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die liebten, um davon erzählen zu müssen. Ich freue mich darüber, wenn ihr es lest. Bin gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Und jedes Feedback ist willkommen. Entweder als Kommentar auf diesem Kanal oder als Kommentar an literaturistalles@gmail.com.